Willkommen auf der Insel Bali in Indonesien. Ich reise alleine durch die Insel und nehme euch ein bisschen mal mit. Guten Morgen, Freunde. Ich bin heute eher aufgestanden und möchte sehr gerne den Sonnenaufgang erleben. Ich liebe dieses Licht hier schon. Diese Ruhe ist so schön, ey. Freunde, ich ziehe heute um. Das ist mehr oder weniger die letzte Station. Ich fahre heute mit so einem privaten Transport nach Uluwatu. Um da noch so ein bisschen die Kultur und ein paar Strände zu sehen. Somit bin ich sehr gespannt. Und ich freue mich auch, so ein bisschen mehr hier am Meer zu sein. Auch das, was mir am besten gefällt. Ach, ist das schön. Wunderschön. Wie meine Haare aussehen. Das hat mir für die Nacht so Zupfe gemacht. Ne, Zupfe. So schön. Einmal Breaky im Hotel habe ich auch ein Breakfast. Guten. Meine Liebe, Smash Ever, Jasmin-Tee und dazu noch frischer Wassermelonensaft. Blick auf den Pool und guten Appetit. Meine Koffer wurden abgeholt und es ist Zeit weiterzureisen. Heute ziehe ich mal um. Ich war in Nusa Dua 3 Tage und heute geht's nach Uluwatu. Das ist mein vorletzter Stopp hier auf der Insel. So, das Auto ist da, es wird vollgeladen. Dann geht's los. Hat mich da in den Supermarkt gefolgt. I'm also a YouTuber. Oh yeah, that's so nice. You're also a YouTuber? Yes, say hi. Hi.
Wir sind im Supermarkt und kaufen Früchte. It's a paradise. What kind of fruit do you like the most? Yes. Show me the local chips. You know this one? This is local chips. Mm-hmm. Chisato. Yeah. Just from the potato. Mm-hmm. It makes like lace like this. Okay. This should taste nori seed flavor. Mm-hmm. You want to try? Yeah. This is apple tea. Okay. But it's very sweet? Not really sweet. Okay. You like really sweet or just a little bit? Just a little bit. Yeah, okay. This is it good. Mm-hmm. This for you. Okay. And what do you want to drink? Me? Yeah. If you want a Coke. Yeah. Okay. Do you want to have the price of Sonnenöl, falls einer braucht. Nur zum Vergleich. So, das war der Preis. It's a bit how can I say it? A cheap one or a normal one? Normal one. But okay. Here, complete. What means complete? Do you have? Here. Yeah, okay. Also, ihr habt ja alles. But yeah, sehr schön. I really like the shades of blue. Very popular space, yeah? Yes. First, I will bring you to the next one. Okay. So, Freunde, das ist der Weg. Auf dieser Seite ist dann das Wasser. Off-road with flip-flops. Yeah. Wow! Oh, it's so nice. Guys. Oh. Which one? Oh. Big one. A big one? Yeah. Oh, yeah. Crabs. Ich glaube, die könnt ihr jetzt nicht sehen. Da sind so viele große Krebse. Okay, we can go. The
White Rock, it's like a beach club, yeah? Yep. Palmville also beach club. Okay. Tropical also beach club. Mino also beach club. So many beach clubs. Kulisse, aber auch mit ganz vielen sehr gefälligen kleinen Äffchen, die zwar so süß aussehen, aber richtig gefällig sein können. Gerade eben ist ein Mädchen weinend entgegengekommen. Ich glaube, die hat mit einem Affe einen Kampf geführt und hat ihren Telefon verloren. Also wir sind sehr vorsichtig. Da findet der regionale Tanz. What's the name of Kekak? What's the name of the dance? Quechua dance. Quechua. Quechua dance. Or fire dance. Mhm. Was ist das denn hier? Oh yeah! The water is so hypnotizing. It's also a lava stone? Yeah. So selten zu sehen, ein Albino-Äffchen. Der ist hier extra in einen speziellen Raum mit einer Äffchen als Dame. Weil er so anders ist, haben die anderen Affen, die hier auch leben, ihm sozusagen abgestoßen und immer wieder angegriffen und deswegen braucht er Platz für sich. This is like Uluwatu Center. This is Labuan Sayid. Name Labuan Sayid. Okay. Part of Uluwatu. Mm-hmm. And this is also have Suluban Beach, Padang Padang Beach. Okay. Being in beach this area. This is Uluwatu. Mm-hmm. And the Dreamland Beach is Uluwatu. It's Pechatu. Pechatu, okay. Mm-hmm. Still Uluwatu area, because it's quite big. Wir fahren jetzt gerade zu einer Warung. Das ist so ein Restaurant, ist es nicht. Es ist aber was ähnliches, was kleineres, vielleicht so ein kleines Bistro. We arrived? Ja. Yeah. Oh.
So, wir sind da und wir haben mega Hunger und träumen schon von irgendwelchen richtig leckeren Sachen. Also das Mädel hier, wir sind gleich alt, wir sehen irgendwie gleich aus, wir verstehen uns sehr gut und sie hilft mir auch richtig. Jetzt ist Freunde Bali bei. Oh no! And everything looks so good. Oh my god. What's your choice? You want chili spicy? No, no, no. Thank you so much. Yeah, you're welcome. That's the sweet potato. And yeah, that's the sweet potato. Yeah, sweet corn. Yeah. And that's, yeah, okay. I don't know what this is. This is jackfruit, curry. Red bean. Yeah. Okay, perfect. And what's this? Yo, oh yeah, chicken. Okay, so chicken, red bean, and sweet potato. Yeah. And sambal. Ah, sambal. Yeah. Bon appetit. Bon appetit. Are you cooking every day, or are you when I'm home, I'm cooking. Yeah. Or if I'm working, my sister working. Cooking. Oh, yeah. That's a good deal. Yeah. But is the food for you, it's expensive or it's okay? Lecker und jetzt fahren wir in meine Villa einzuchecken. Padang, padang. The name is so funny. Padang, padang. Ja. Willkommen, 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 liebe Leute. Ich mache mal hier zu und dann gehen wir mal auf eine Entdeckungsreise. Ihr seht, ich war noch gar nicht drin gewesen. Wir haben hier Self-Check-In gemacht. Oh, das sieht so gut aus. Und es riecht so gut und es ist so angenehm kühl. So, der Wohnzimmerbereich mit einer Sofa-Kitchen. Nicht, dass ich vorhabe zu kochen, aber sehr schön. Das finde ich übrigens richtig toll. Das ist so ein Wasser-Zeug. OMG, das mag ich richtig gerne. Wow, wie hübsch. Was ist hier? Oh, hallo. Leute, ich kann mich für sowas richtig begeistern, ja. Diese hohe Fenster. Lieber Universum, ich möchte bitte auch so eine Villa haben. Das sieht so gut aus. Ey Leute, wie viele Treppen gibt's denn?
Oh Magda, das sind übertrieben, ja. Das ist das zweite Schlafzimmer. Wow. Ey, ohne Witz, das gab's auf den Bildern nicht. Kann aber eigentlich auch nicht. Oh mein Gott. Ich freue mich einfach so sehr. Wow. Dann gucken wir mal weiter. Fucking goodness. Also nackt baden ist es nicht, aber I love it. Oh my God. Ich freue mich so. Was ist denn hier? Oh wow. Die wichtigsten Sachen zuerst. Hier den Pool einweihen. Ein Glas Wasser. Und mal was auf die Ohren diesmal. Weil ich wusste, dass es hier ein bisschen lauter sein wird. Somit kann ich mehr Musik oder Podcast hören. Und mich über den Blick hier freuen. Voll nice. Ich habe hier eine Obstplatte vorbereitet, Snakefruit, also diese Schlangenfrucht, die sieht so aus. Den Namen weiß ich noch nicht, Mangostin und Dragonfrucht. Okay, jetzt bin ich gespannt, das sieht nämlich alles ein bisschen anders aus als das, was ich bis jetzt hier kenne. Ich habe mich zu den Dreamland Beach hier in Nähe Uluwatu bringen lassen. Naja, aber es scheinen genügend Menschen zu sein und ich weiß, dass ich hier auch was zahlen muss für den Eintritt. Die Vibes hier. Aber da sieht schon mal ganz gut aus. Mhm. Da wird irgendwas Leckeres verkauft, vielleicht Eiskaffee. Da gehen nochmal die Leute surfen. Warte, ich mach einmal Beidrinken. So sieht ihr das, was ich wirklich sehe. Die Sonne geht so langsam unter. Vegetarischer Mix mit Tempe, Tofu und so einem Frühlingsrolle. Bon Appetit! Peanutsoße noch dazu. Der Garten hier sieht auch so schön aus. Ich warte gerade draußen auf mein Abendessen. Da leuchtet der Mond und ich weiß nicht, ob ihr hört, als wäre der Fernseher an. Das ist bestimmt irgendwie ein Handy und das finde ich so krass. Und es tut mir so leid.
für diese Umstände, dass ich hier in dieser Villa wohne und alleine so viele Quadratmeter für mich habe. Und da auf dieser Baustelle leben, wohnen die Mitarbeiter, die heute bis Sonnenuntergang gearbeitet haben und bis zum Morgen früh gleich loslegen. So krass, ich würde die am liebsten alle einladen. Während ich hier auspacke, möchte ich euch noch eine Geschichte von heute Abend erzählen. Und zwar, ich buche ja dieses Grab und hier ist ja alles eine Baustelle. Und ich wollte so gerne mit einem Bike zum Strand fahren, damit es halt günstiger ist. Und damit ich ja wieder dieses Scooter-Gefühl habe, weil es mir schon sehr gefällt hier, mich so fahren zu lassen. Und es haben 3 Fahrer abgesagt. Ich weiß nicht warum, vielleicht kennen sie die Straße hier. Das hat nie so funktioniert, dann habe ich doch ein Auto gebucht. Und das war aber die richtige Entscheidung, weil die Wege sind zwar nicht so bergig wie in Uluwatu, aber trotzdem anders als zum Beispiel in Canggu. Man fährt ja schon so ein bisschen so, dann so, dann so, dann so. Und da finde ich ja Auto auf jeden Fall ein bisschen besser, komfortabler, wo man keine Angst um das Leben haben muss. Aber ich war ja zum Sonnenuntergang da und es war knapp an der Zeit. Bin trotzdem angekommen, konnte mich da oben auf den Hügel setzen und als ich fertig war, bin ich dahin und es ist dann auch, also zurück zu dem Point, wo die mich abgesetzt haben und dachte mir so, naja, es ist Parking, sind Autos, da stehen auch Taxis, wird ja wohl kein Problem sein. Doch, es war wohl ein Problem, weil, ey Leute, es ist ein bisschen kalt, muss ich euch ehrlich sagen, deswegen stehe ich hier mit Handtuch. Weil anscheinend hat Grab und die normalen lokalen Taxifahrer ein Beef untereinander. Und der Typ konnte mich in dieser Location, wo dieser Parking war, wo die offiziellen Taxis von hier stehen, nicht abholen. Und wisst ihr was? Es war dunkel, da ist hier nichts mit Straßenlaternen und Fußgängerweg. Ich hatte richtig Schiss, aber der hat auf mich gewartet. Ich musste erstmal so einen Berg hochlaufen, ein bisschen. Also zum Glück auch mit Taschenlampe leuchten und so weiter. Aber der sagte, das wäre mit Stress geendet, wenn er da geparkt hätte. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich gar nicht nach Hause komme. Aber der Fahrer war ja sehr lieb, hat mich dann nochmal aufgeklärt und jetzt weiß ich auch Bescheid. Ja, aber jetzt lasse ich mir schmecken, bevor es kalt wird und lasse den Abend einfach ausklingen. Ich habe hier schon Netflix eingeschaltet, werde vielleicht nochmal meine eigene Vlogs gleich selber bei YouTube gucken, um zu schauen, wie die Qualität in Großformat ist, auf einen großen Fernseher. Und nochmal so als Erinnerung. Und ja, was der morgige Tag mit sich bringt, weiß ich noch nicht. Ich lasse es auf mich zukommen. Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mal gerne in die Kommentare. Ansonsten feiere ich gerade 100 Abonnenten. Also das ist der Wahnsinn. Es hat mich natürlich auch um die 70 Vlogs gekostet, aber ich habe gar nicht damit gerechnet. Es macht auch super Spaß, wenn ich sehe, dass die Zeit immer nach oben steigt. Also gerne, gerne liken, abonnieren, einen Kommentar da lassen, damit es mir noch mehr Spaß macht. Also Küsschen für euch und vielen lieben Dank. Liebe Freunde, es ist mittlerweile Mittag und irgendwie geht es mir so lala. Vor ein paar Stunden ist mein Frühstück angereist. Vom Zucker. Die polnischen Leute wissen, warum ich jetzt lache. Und um zu Vergleich, also den Preisvergleich, ich habe mir so ein Smoothie Bowl bestellt mit Spirulina, mit Obst und dann nochmal ein Sandwich oder ein Toast. Das hat dann jetzt 230.000 gekostet. Also so viel
ich nicht. Ich hoffe, dass es gleich besser wird. Vielleicht ist mal was essen sehr gut. Ich weiß das nicht. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht für die letzten Tage so Bali Belly oder was ähnliches. Heute Abend möchte ich ganz gerne zu diesem traditionellen Tanz, zu diesem Feuertanz. Das habe ich schon, bevor ich hier eingereist bin, gebucht. Das ist ja in den Uluwatu-Tempel, wo ich gestern war. Ich wollte eigentlich zum Strand, aber jetzt liege ich hier einfach nur und ja, ist halt so, ne? Also drückt die Daumen, dass es besser wird. Das sieht sehr köstlich aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Richtig nice mit Spirulina. So eine Smoothie Bowl. Voll lecker. Und dann nochmal so ein Veggie Toasty. Okay, ich sollte vielleicht wirklich ein bisschen essen, weil das wird hier alles matschig. Ich probiere mal dieses Smoothie Bowl. Mal gucken. Sehr gut. Aber ich glaube, das lasse ich mir für später. Ich esse erstmal den Toast. Sehr gut. Aber nein, doch lieber die Bowl. Oh mein Gott, ey. Das wird ja heute was. Scheiße, Leute. Ey. Auch nicht mal Lust, mich draußen hinzusetzen oder in den Pool zu gehen, weil ich empfinde das so ein bisschen, also die Wärme dann als Stressfaktor für den Körper und anscheinend braucht mein Körper gerade ein bisschen Ruhe. Alles wird gut.